Es geht jetzt um die Geschichte von Khidr und Musa, beziehungsweise Khidr und Moses. Wir haben Moses geschrieben, weil das für die Nicht-Muslime eher vertraut ist. Die wissen gar nicht, wer mit Musa gemeint sein soll. Deswegen haben wir das jetzt geschrieben. Aber ich denke, von den Muslimen weiß jeder Bescheid, wer mit Moses gemeint ist. Nämlich Musa, einer der größten Propheten des allmächtigen Gottes von Allah subhanahu wa ta'ala. Die Geschichte von Khidr und Musa wird im Koran erwähnt in Surah 18, Surah Kahf. Und es wird empfohlen vom Propheten alayhi salat wa salam, die Surah Kahf an jedem Freitag zu lesen. An jedem Yom al-Jum'ah diese Surah zu lesen, damit sie einen erleuchtet. Und man kann sich vorstellen, dass gerade die Sachen, wozu motiviert wird, sie immer regelmäßig zu tun oder regelmäßig vom Koran zu lesen, eine besondere Bedeutung für uns haben. Und das auch vom Verständnis her. Die Surah Al-Fatiha beispielsweise ist die Sure, die am meisten gelesen wird. Logischerweise, weil du sie in jedem Rakat lesen musst. Der Prophet a.s.w. sagte, La salata liman lam yakra bi Fatiha al-Kitab. Es gibt kein Gebet für den, der die Fatiha vom Buch nicht liest. Gibt es kein Gebet. Das Gebet ist ungültig, er muss sie lesen. Wenn er hinter dem Imam steht, ist das wieder eine andere Geschichte. Da sagen einige, wie die Schäfiiten, dass sie es trotzdem lesen. Andere sagen, dann gilt die Lesung des Imams für ihn. Wenn er kommt und der Imam ist im Ruku, dann ist es eine Ausnahmeregelung. Wenn er den im Ruku bekommt, gilt dieser Rakat. Ausnahme hier ist Al-Bukhari. Al-Bukhari sieht diesen Rakat nicht als gültig. Der sagt, man muss den Imam im Stehen bekommen und die Fatiha lesen. Soweit ist das. Jetzt die Surah Al-Kahf wird von vielen Muslimen jeden Freitag gelesen. Weil der Prophet a.s.w. das dazu aufgefordert hat. Und das muss eine Bedeutung haben. Und dann sehen wir, dass in Surah Al-Kahf gerade einige Geschichten vorkommen. Wie zum Beispiel die Geschichte von denen mit den zwei Gärten. Oder die Geschichte von Khidr und Musa. Oder die Geschichte von Dhulqarnayn. Und mit Geschichten kann man gerade Lehren sehr, sehr gut und verständlich für jeden verbreiten. Die Lehre des Propheten, so wie der Prophet a.s.w. den Islam gelehrt hat, war es sehr einfach. Der Prophet a.s.w. hat den Islam sehr, sehr einfach, plausibel erklärt für jeden. Heute wird es oft ganz anders kompliziert gemacht. Es liegt auch oft daran, dass es viele Erneuerungen gab, die hinzugekommen sind, woraufhin islamische Gelehrte das alles widerlegen müssen, die falschen Ideen, die verbreitet wurden, und dann werden bestimmte Fachbegriffe benutzt. Aber im Allgemeinen sollten wir bei Dawah tut Ta'sis, das heißt bei der Dawah, die eine Grundlage bildet, uns genauso verhalten wie der Prophet. Einfache Reden, kurze Ansprache. Möge Allah uns dabei Erfolg geben. Es kam beispielsweise ein Mann zum Propheten und sagte, Ara'aita lau salaytu al-maktubat, wa sumtu Ramadan, wa ahlaltu al-halal, wa ahramtu al-haram, adkhul al-jannah. Stell dir vor, ich würde die 5 Gebete beten und im Ramadan fasten und das, was halal ist, als halal sehen, halal machen und das, was haram ist, haram machen. Also als haram sehen und haram betrachten. Mich daran halten, so gut es geht, sinngemäß. Würde ich ins Paradies kommen? Was sagte der Prophet a.s.w.? Er sagte, Naam. Ja, ganz einfache Antwort, Naam. Und deswegen kann man oft komplizierte Inhalte des Islams mit diesen Geschichten verbreiten. Und diese Geschichte von Khidr und Musa ist eine Geschichte, die kurz ist. Ich lese sie nur auf Deutsch vor. Aber wo so viele Lehren drin sind, insbesondere über Qadr. Und es gibt manchmal Muslime, die vom Islam abfallen. Hätten die diese Geschichte nur ein wenig gelesen, sie wären niemals vom Islam abgefallen, weil diese Geschichte ein tiefgründiges Verständnis von der Religion gibt. Ich fange an zu lesen. Sie trafen ein, also erstmal, es ging so los, es wird auch in Bukhari überliefert, in Bukhari oder Muslim oder in beiden,
also auf jeden Fall in einem authentischen Hadith wird überliefert, dass Moses eine Rede gehalten hat. Und dann hat ihn jemand gefragt, ob es jemanden gibt, der wissender ist als er. Und Moses sagte, Musa a.s. sagte, nein, er ist der Wissendste auf der Welt. Und er hatte diese Annahme gehabt, weil er ist der Gesandte Allahs, er weiß, er ist der Gesandte Allahs. Und daraufhin wurde zu ihm gesagt, dass da noch ein Khidr ist. Was hat Moses darauf gemacht? Er hat Allah darum gebeten, ihn mit Khidr treffen zu lassen, damit er von ihm lernen kann. Was lernen wir daraus? Daraus lernen wir, es gibt im Wissen keine Arroganz. Du nimmst das Wissen, egal von wo es kommt. Selbst Musa, das ist ein Beispiel. Guck mal, das hat einen viel größeren Einfluss, wenn ich diese Geschichte erwähne, als wenn ich sagen muss, nimm das Wissen, von wo es kommt. Du kannst von überall lernen, sei nicht arrogant. Aber wenn ich dir sage, Musa a.s. war bereit zu wandern, um Wissen zu bekommen, wie sehr musst du dann erst wandern, rausgehen, dich bemühen, um Wissen zu erlangen? Musa, wie gesagt, wurde von Allah erstmal, beziehungsweise Jibril wurde gesandt, der hat ihn getadelt. Ja? Und so kam es dann nachher, also er sagte dann, oh Allah, gib mir die Erlaubnis, von ihm zu lernen, beziehungsweise ihn zu treffen. Bescheidenheit im Wissen. Jetzt, es fängt an in Sura 18, Vers 65. Musa ging mit einem Jungen raus und sie trafen dann Khidr. Der Name Khidr wird hier nicht erwähnt, der wird im Hadith erwähnt. Sie trafen einen von unseren Dienern, damit ist Khidr gemeint, den wir Barmherzigkeit von uns hatten zukommen lassen und den wir Wissen von uns her gelehrt hatten. Das heißt, Allah hat ihm Wissen gelehrt. Übrigens, Allah spricht oft im Koran in der Wir-Form. Uns, wir. Das ist ein Plural der Majestät. Im Deutschen benutzt man diesen Plural. Kannst du das mal wegtun, Bruder? Im Deutschen benutzt man diesen Plural. Im Deutschen benutzt man diesen Plural als Höflichkeitsform. Wenn man mit jemandem spricht, zum Beispiel mit dem Lehrer. Man sagt nicht zum Lehrer oder zum Professor, hast du, kannst du. Man sagt, haben sie. Das ist eigentlich ein Plural. Sie. Mehrere. Okay? Hier. Deswegen redet Allah oft in dieser Majestätsform, in der Wir-Form. Wir, so wie ein König beispielsweise sagt, wir haben beschlossen, aber er meint damit sich selber. Okay. Musa sagte zu ihm, darf ich dir folgen, auf dass du mich von dem lehrst, was dir an rechtem Handeln gelehrt worden ist. Das heißt, das ist erstmal Adab, wie man mit jemandem umgeht. Und das ist etwas, was auch hier heute sehr, sehr häufig fehlt. Man redet, das erlebe ich zum Beispiel nicht in arabischen Ländern so, ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist hier sehr, sehr häufig so, dass Leute absolut keinen Respekt haben vor dem, der ihnen was von der Religion beibringt. Hier wird das schon durch die Geschichte von Musa vermittelt. Darf ich? Ja? Das heißt, er fragt ihn um Erlaubnis. Bei uns sind die Leute sofort beleidigt, wenn irgendwas nicht genau so läuft und man nicht gerade für sie kann. Die denken, die haben einen gepachtet oder gemietet. Ja? So. Darf ich dir folgen, auf dass du mich lehrst, was dir an rechtem Handeln gelehrt worden ist? Er sagte, du wirst es bei mir nicht aushalten können. Also Khidr sagte, Musa wirst es bei mir nicht aushalten können. Wie willst du das auch aushalten, wovon du keine umfassende Kenntnis hast? Er sagte, also Musa, du wirst mich, wenn Allah will, standhaft finden und ich werde mich keinem Befehl von dir widersetzen. Das zeigt wieder, Musa, einer der größten Gesandten Allahs, einer von Ulul Azm in Rusul, ja, die größten Gesandten, Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, alaihi salatu wasalam, Musa, alaihi salatu wasalam, Nuh, alaihi salatu wasalam, und Isa, alaihi salatu wasalam. Die größten Gesandten Allahs, die Ulul Azm, diese fünf. Ja. Schau dir an, wie er mit Benehmen umgeht, wie er hier mit Bescheidenheit redet. Bescheidenheit gegenüber Allah. Erst hat er Bescheidenheit gegenüber dem Diener. Darf ich mit dir? Und er gibt das Wissen zu, also er lobt ihn indirekt von dem, was dir gelehrt worden ist. Lernen.
dass du mir etwas davon lehrst, und dann die Bescheidenheit gegenüber Allah. Das Gegenteil von Bescheidenheit ist was? Hochmut, Kibar. Und Kibar, der Prophet a.s. sagte über Kibar, La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqala dharratin min al-kibr. Es tritt nicht ins Paradies ein, wer in seinem Herzen nur einen Funken Hochmut hat. Und hier gibt es zwei Arten von Hochmut. Hochmut gegenüber Allah, gegenüber der Wahrheit. Der Prophet wurde gefragt, was ist Kibr? Und der Prophet sagte, Ramtul haqq wa ihtikarun nas. Das heißt, die Wahrheit zu verleugnen, abzuwehren und die Menschen gering zu schätzen. Die Wahrheit zu verleugnen, von wem kommt die Wahrheit? Wer ist Al-Haqq? Das ist die Wahrheit. Das heißt, das ist die Arroganz gegenüber Allah. Und deswegen ist es so gefährlich, liebe Geschwister. Wir sagen immer, ja, es gibt Meinungsverschiedenheiten und so weiter. Aber es ist gefährlich, sich bei der Meinungssuche einfach so irgendwas zu folgen, ohne wirklich die Wahrheit zu wollen. Deswegen lehrte der Prophet uns die Dua, Allahumma arini al-haqqa haqqa warzuqni ittiba'a. O mein Herr, o Allah, zeige mir das Wahre als wahr. Nicht nur das, und hilf mir es zu befolgen. Warini al-batil al-batil warzuqni ittinaba. Und zeige mir das Falsche als falsch und hilf mir es zu vermeiden. Das ist das, was uns gelehrt wurde. Und wer arrogant gegenüber Allah ist, wird in die Hölle gehen. Der hat keine Chance. Menschen gering zu schätzen. Jetzt könnte jemand sagen, ist es nicht so, dass es Leute gibt, die ganz klar nach dem Maßstab von Allah auf einer niedrigeren Stufe stehen? Huwa alladhi khalaqakum faminkum mu'minun wa minkum kafir. Er ist derjenige, der euch erschaffen hat. Von euch gibt es Gläubige, von euch gibt es Kuffar, Glaubensverweigerer. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala selber in Surat al-Taghabun. Wie können wir das umgehen, hochmütig gegenüber den Menschen zu sein? Erstens, gerade die Praktizierenden sollten sich einer Sache bewusst sein. Der nicht praktiziert, hat einen Karim, das heißt einen Djinn, der ihn begleitet, der ihm einflüstert in die Herzen, und der Praktizierende auch. Dieser Djinn, von dem er nicht praktiziert, womit labert er den zu? Beziehungsweise was? Er flüstert in die Herzen der Menschen. Was macht er bei dem? Der geht zum Beispiel in die Disco, der trinkt Alkohol, der hat eine Freundin, der nimmt Drogen, der raubt Leute aus. Was sagt der Djinn zu ihm? Allah Ghafuru Rahim. Allah ist vergeben, barmherzig. Du hast dann noch Zeit, du bist dann noch jung, du musst dir noch die Hörner abstoßen, Freunde, ist nicht so schlimm. Ja, das Geld, die haben sowieso genug Geld, ob die jetzt da geklaut hast oder nicht, die sind sowieso so reich, das sind sowieso Zionisten und bla 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 bla. So labert der Djinn ihm zu. Der flüstert das in seine Herzen, der lässt ihm die Taten, wie Allah sagt, yuseyinu. Der lässt die Taten im schönsten Licht erscheinen. Bei demjenigen, aber der weiß trotzdem eigentlich, das, was er macht, ist falsch. In den meisten Fällen, der weiß, das, was er macht, ist falsch. Ja, es gibt einmal diese Einflüsterung, Allah ist vergeben, barmherzig, und einmal die Einflüsterung, dass er die Tat sogar so schön redet, dass er nachher denkt, das ist Hellel, das ist natürlich auch sehr gefährlich. Aber der Praktizierende ist, da kommt der Djinn auf eine andere Art. Guck mal, das ist zum Beispiel jetzt schlechtes Benehmen. Erzähl mal die Geschichte von Musa zu Ende. Wir sind bei der Geschichte von Musa. Wir sind bei der Geschichte von Musa und ich bin gerade eine Feder davon zu. Das ist das beste Beispiel. Ey, erzähl mal die Geschichte von Musa zu Ende, so nach dem Motto. Das heißt, du hast mich gerade gemietet, ich muss jetzt auch das so erzählen, wie du es gerne haben willst. Wir reden gerade darüber, wie Musa bescheiden ist, erst gegenüber dem der Schöpfung und dann gegenüber Allah. Und jetzt gehen wir darauf ein, ziehen daraus eine Feder. Ey, erzähl mal die Geschichte zu Ende. Auf jeden Fall. Zu dem, der praktizierend ist, kommt er und flüstert ihm ein in sein Herz. Neid, Hochmut, etc. Guck mal, du bist besser als die anderen. Er flüstert ihn ein, die Taten für andere zu machen. Verschöder dein Gebet noch etwas, damit die anderen dich sehen.
Und deswegen, wenn wir dieses Bewusstsein im Herzen haben, du bist nicht gerettet, weil du einen Bart hast. Du bist nicht gerettet, weil du einen Hijab hast. Du bist nicht gerettet, weil du betest. Du bist gerettet, wenn du betest und dein Gebet den richtigen Einfluss auf dich hat. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, was? Inna salate tanne anil fahsha'i wal munkar. Allah, wahrlich, das Gebet hält von Schändlichkeiten und Abscheulichkeiten ab. Wenn du seit Jahren betest und nichts hat sich verbessert und du bist in den Sünden so tief versunken, dann bist du in Gefahr. Dann ist irgendwas an deinem Gebet falsch. Weiter im Text. Er sagte, also jetzt ist wieder Khidr dran, wenn du mir denn folgen willst, dann frage mich nach nichts, bis ich selbst es dir gegenüber zuerst erwähne. Das ist die Bedingung. Frage mich erst, frage mich nach nichts. Erst wenn ich es dir erwähne. Das heißt, das ist die Geduld, die Musa haben soll. Aber Musa ist jemand, der von seiner Persönlichkeit her, das muss raus. Das muss raus. Genau wie die Platten hingeworfen hat, als er gesehen hat, die haben das Kalb angebetet. Das ist die Persönlichkeit von Musa. Menschen haben unterschiedliche Persönlichkeiten, auf jeden Fall. Da zogen sie beide los. Bis als sie ein Schiff bestiegen. Das heißt, die haben ein Schiff bestiegen. Warum haben die das Schiff bestiegen? Das sollte sie rüberbringen über ein Gewässer. Diese Leute in dem Schiff waren arme Leute gewesen. Ja? Und die haben die umsonst mitgenommen auf dem Schiff. Das heißt, aus Freundlichkeit. Ja? Bestiegen. So, was macht jetzt der Khidr? Der geht in das Innere des Schiffes rein und macht in das Innere ein Loch rein, sodass Wasser reinläuft. Und die mit dem Schiff weiter an Land bleiben müssen, damit es sich untergeht und sie es stopfen, die praktisch flicken müssen und nicht rausgehen können. Ja, so dass es nicht untergeht, aber so dass sie auch nicht weiterfahren können damit. Jetzt hier. Bis sie ein Schiff bestiegen, er, also Khidr, darin ein Loch machte. So, was sagt Musa jetzt? Stell dir mal vor, diese Leute wollen dich einfach so mitnehmen. Und jetzt machst du ein Loch in ihr Schiff, einfach so, das sind arme Leute, die brauchen ihr Schiff. Was sagt Musa? Musa sagt zu ihm, hast du ein Loch darin gemacht, um seine Besatzung ertrinken zu lassen? Ja? Oder seine Besitzer ertrinken zu lassen? Du hast ja eine grauenhafte Sache begangen. Guck mal, das ist Musas Persönlichkeit. Moses war so, der sieht etwas, der muss sofort loslegen. Das ist seine Eigenschaft. Wie kannst du das machen? Das sind Leute, die sind unschuldig. Das zeigt eine Liebe für Gerechtigkeit, aber die haben eine Abmachung. Guck mal, diese Liebe, die er hatte für die Gerechtigkeit, diese Liebe, die er hatte für die Gerechtigkeit, musste raus, aber die hatten eine Abmachung. Er musste erst warten. Was sagte darauf Khidr? Er erinnerte ihn. Er sagte, habe ich nicht gesagt, also zu dir, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können? Das heißt, du wirst bei mir nicht aushalten können, du musst sofort fragen, ja? Hier. Er, Musa, sagte, belange mich nicht dafür, dass ich vergessen habe. Genau, im Eifer des Geschäfts hat Musa vergessen. Und bedrücke mich in meiner Angelegenheit nicht mit einer Erschwernis. Da zogen sie weiter, also das war jetzt Ende, erste Station, ziehen weiter. Da zogen sie beide weiter, bis als sie einen Jungen trafen. Jetzt überleg mal, eben war das Schiff, jetzt wird es noch krasser. Bruder, nicht mit diesen Dingern, ja. Achso, bist du am Dings, am Wegmachen oder was? Nee. Dann. Bis sie einen Jungen trafen, er ihn tötete. Das heißt, die treffen jetzt einen Jungen, Khidr und Musa. Und Khidr nimmt diesen Jungen und tötet den. Was sagt Musa jetzt? Musa sagte, hast du eine unschuldige Seele getötet? Und zwar nicht als Wiedergeltung für eine andere Seele? Du hast ja eine verwerfliche Sache getan, begangen. Muss dir das vorstellen, einfach, da wird einfach, was gibt Schlimmeres, als ein Kind zu töten? Was sagt jetzt Khidr? Er sagte, habe ich dir nicht gesagt, dass du es bei mir nicht wirst aushalten können? Und hier ist uns eine Sache, Khidr ist ein Prophet. Khidr ist ein Prophet. Denn so eine Erlaubnis kann niemand von Allah bekommen, in einer Situation, diesen Jungen zu töten, außer ein Prophet. Dessen die korrekte Aussage ist, Khidr ist ein Prophet. Okay? Und hier ist noch etwas. Weil es gibt einige Leute, die sagen dann, guck mal, Khidr musste sich nicht an die Gesetzgebung von Musa halten.
Also gibt es heute einige Sheikhs, Sufi-Tarikats, wo sich der Sheikh nicht an die Scharia von Mohammed halten muss. Weil die haben Yakin schon erreicht. Die haben schon die Gewissheit erreicht, die müssen sich nicht daran halten. Wir sagen denen, das ist Kuffer, deine Aussage. Wer glaubt, dass es Leute gibt in der heutigen Zeit, die sich nicht an die Scharia, an die Gesetzgebung, an die Regeln, Scharia wird immer so negativ dargestellt. Damit ist das Gebet gemeint, Fasten gemeint und so weiter. Der sich nicht daran halten muss, vor Allah, nicht vor dem deutschen Gesetz, nicht vor der EU oder was auch immer, vor Allah, da wird der verantwortlich gemacht. Wir machen ihn nicht verantwortlich. Vor Allah, wer das glaubt, ist ein Kafir. Ist aus der Religion ausgetreten. Warum war Khidr ausgenommen von der Gesetzgebung Musas? Warum? Weil Musa nur für Benjamin Israel gekommen ist, Punkt 1, und Khidr selber ein Prophet gewesen ist. So, da. Er sagte, also Musa sagt jetzt, wenn ich dich danach noch einmal nach irgendetwas frage, und jetzt noch etwas, können wir mit dieser Geschichte legitimieren, Kinder zu töten? Nein, weil Khidr war ein Prophet. Er hatte eine bestimmte Offenbarung von Allah, dass er das machen dürfte, ansonsten ist es für alle verboten. Das war in einer bestimmten Situation, in dieser bestimmten Situation so. Pass auf. Er, Musa, sagte, wenn ich dich danach noch einmal nach irgendetwas frage, dann lasse mich dich nicht mehr begleiten. Die trifft in Bezug auf mich kein Tat. Das heißt, Musa sagt jetzt, okay, guck mal, wenn ich jetzt noch einmal frage, ohne dass du mir das erklärst vorher, ja, dann lass mich dich nicht mehr begleiten. Dann ist Ende. So, was passiert jetzt? Da zogen sie beide weiter, bis sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen. Sie, ihre Bewohner, um etwas zu essen baten. Das heißt, sie kommen in eine Stadt und die fragen diese Bewohner um etwas zu essen. Um etwas Gastfreundschaft. Ja? Diese aber weigerten sich, sie gastlich aufzunehmen. Das heißt, die Bewohner sagen, nee, kein Bock auf euch, nach dem Motto. Wir nehmen euch nicht auf, gastlich. Und das ist etwas, eine schändliche Tat. Da fanden sie in ihr eine Mauer, die einzustürzen droht. Das heißt, da war eine Mauer in dieser Stadt und die fing an einzustürzen. Und so richtete er, also Khidr, sie auf. Khidr richtet jetzt diese Mauer auf. Jetzt sagt Musa zu ihm, er, Musa, sagte, wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich Lohn nehmen können. Musa ist wieder logisch am Denken. Die sind auf der Reise, die brauchen was zu essen, die wollen gastlich aufgenommen werden, die geben dir nichts, jetzt arbeitest du für die und nimmst doch nicht mal Lohn, nimm doch Lohn von denen. Musa ist direkt am Schalten, aber durch seinen Enthusiasmus hat er vergessen, er soll ja nichts sagen, bis es ihm erklärt wird. Daraufhin sagt Khidr, das ist die Trennung zwischen mir und dir. Ich werde jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. Jetzt kommt die Deutung. Was das Schiff angeht, so gehört es Armen, die auf dem Meer arbeiteten. Ich wollte es schandhaft machen, also dieses Loch reinmachen, denn ein König war hinter ihnen her, der jedes Schiff mit Gewalt wegnahm. Guck mal. Das heißt, er hat dieses Schiff kaputt gemacht. Denn hätte er es nicht kaputt gemacht, wären die rausgefahren aufs Meer und dann hätte ein König dieses Schiff für sich genommen. Der hätte diesen armen Leuten das Schiff weggenommen. Das heißt, hier ist ein kleiner Schaden für die drin, der aber einen großen Schaden abwehrt. Das ist eine Regel, die wir haben. Wir nehmen einen kleinen Schaden im Kauf, wenn wir dadurch einen großen Schaden abwehren können. Zweitens, diese Leute auf dem Schiff, die werden das vermutlich nicht wissen. Die werden das bis zum jüngsten Tag wahrscheinlich nicht wissen, dass ihr Schiff geklaut worden wäre, wenn sie aufs Meer hinausgefahren wären. Was lehrt uns das? Es gibt vielleicht manchmal Sachen, die uns als negativ erscheinen, die aber etwas Positives mitbringen. Und deswegen sage ich beispielsweise, jeder Fehltritt, den ich gemacht habe, war trotzdem ein Schritt nach vorne. Und jede Erfahrung ist eine gute Erfahrung, denn gerade die schlechtesten Erfahrungen sind die Erfahrungen, von denen man am meisten lernt. Und wenn du diese Einstellung im Leben hast, dann wirst du anders reagieren als Per Mertesacker, der unter dem Druck zusammengebrochen ist. Dann wirst du eher so denken wie Lothar Matthäus. Weil Lothar Matthäus hat diesen Druck nicht so gespürt. Ihr habt bestimmt diese Geschichte jetzt gehört.
Ja, Per Mertesacker hat gesagt, dass er sich sogar gefreut hätte, wenn er ausgeschieden wäre wegen dem ganzen Druck, den er hatte. Und Lothar Matthäus konnte das überhaupt nicht verstehen. Woran liegt das? Das liegt daran, weil die zwei unterschiedliche Perspektiven haben. Lothar Matthäus ist ein Mensch, der schaut auf den Erfolg, der schaut auf die positiven Dinge. Der sagt sich, guck mal, ich bin hier, alle sind mich am Feiern, ich habe einen großen Erfolg. Und deswegen hat er es auch geschafft zum Weltfußballer. Per Mertesacker dagegen ist jemand, der diesen Druck sieht. Diese Versager, die immer an diesen Verlust denken. Boah, was ist, wenn ich verliere? Und deswegen, hier ist es immer so, als Muslim, denke an diese Geschichte. Wenn dir was passiert, denke daran, dass vielleicht irgendwas Gutes daran ist. Schau mal, ich erzähle euch eine Sache. Ein Bruder, der war zu einem Fest eingeladen. Der war zu einem Fest eingeladen. Und er sollte seine Frau mitbringen zu diesem Fest. Weil das war ein Fest bei seiner Arbeit, von seiner Arbeit. Und er sollte dorthin kommen und sollte seine Frau auch mitbringen. Und die Frau hat Hijab. Und er hat Istikhara gemacht. Er hat Istikhara gemacht. Oh Allah, wenn es gut für mich ist, dorthin zu gehen zu diesem Fest, so bestimme es für mich. Der war neu in der Religion, der war noch nicht lange am Praktizieren. Was passiert? Er fährt aus der Stadt raus und direkt vor der Grenze, nach der Grenze seiner Stadt, reißt ihm der Keilriemen. Der Wagen steht. Er kann nicht mehr weiterfahren. Das heißt, er war jetzt noch nicht weit gefahren, er konnte das Auto schnell nach Hause bringen lassen. Wäre jetzt schlimm gewesen, er wäre schon 200 Kilometer weit weggefahren, aber es war Dreck. Dreck zur Grenze von seiner Ortschaft, von seinem Dorf sozusagen. Und er hat eine Ausrede, um nicht zu dem Geburtstag zu gehen mit seiner Frau. Zu diesem Fest zu gehen mit seiner Frau. Hätte er keine Sichara gemacht, vielleicht wäre es trotzdem passiert, weil er allein schützen wollte. Guck mal, wäre er zu diesem Fest gegangen, vielleicht hätten sie Fotos gemacht von seiner Frau und hätten die heute überall, was weiß ich, hätten die veröffentlicht oder was auch immer, oder, ja? Weil die Frau trägt heute den Niqab. Guck mal, Allah weiß schon, was kommt. Verstehst du? Allah weiß schon, was kommt. Und deswegen, subhanallah, es ist so oft so, liebe Geschwister, es erscheint dir etwas als negativ, am Ende ist es positiv. Jemand in Ägypten verpasst das Flugzeug. Und es ging um einen Job. Er wusste, wenn er diesen von Ägypten nach Jeddah. Und er wusste, wenn er diesen Flug verpasst, verliert er den Job. Und er verpasst dieses Flugzeug und ist total verzweifelt. Und dann stürzt dieses Flugzeug ab. Was ich damit sagen will, ist, ein Muslim ist ein absoluter Optimist. Warum? Weil er weiß, dass positive Dinge hinter etwas stecken können, was dir total negativ vorkommt. Und das ist auch das Geheimnis von der Dua. Wenn du eine Dua machst mit Ikhlas, ohne Hinderung und mit absoluter Aufrichtigkeit, du bittest Allah um etwas, er wird es dir geben. Entweder wird dir genau das geben, worum du gebeten hast, oder er wird dir etwas Besseres geben, oder er wird einen Schaden von dir fernhalten, oder er wird es aufbewahren als Hasanat für Yawm al-Qiyamah, wo du es am meisten brauchst. Deswegen, ad-Du'a mukhribada. Die Dua ist das Haupt der Ibadah, des Gottesdienstes. Weiter. Was den Jungen angeht, so waren seine Eltern gläubige Menschen. Da fürchten wir, dass er sie durch seine Auflehnung, durch sein Unglauben bedrücken würde. So wollten wir, dass ihr Herr ihm zum Tausch einen gebe, also einen Jungen gebe, besser als er an Lauterkeit und näher kommen an Güte. Das heißt, dieser Junge, wenn der lebendig geblieben wäre, der hätte das Leben der Eltern kaputt gemacht. Wie man auf Deutsch sagt, Hölle auf Erden, ich benutze diesen Begriff nicht gerne. Und so hat Allah dieses Kind ausgetauscht mit einem besseren Kind. Und man weiß nicht, was sonst passiert worden wäre. Und jemand, der in der Kindheit stirbt, ein Kind, das. Wie gesagt, das ist nur eine Sache, die erlaubt ist für Khidr, weil der die Offenbarung hat. Du weißt nicht, was aus einem Kind wird. Okay? Ist für keinen Menschen erlaubt. Ja? Das war eine Ausnahme hier in dieser Situation.
Es sei denn, ein Jugendlicher steht mit einem Maschinengewehr vor, den will ich abknallen, klar. Das wäre eine andere Geschichte, aber sowas ist natürlich nicht erlaubt. Aber diese Eltern werden ihr ganzes Leben lang an ihr Kind denken. Aber am jüngsten Tag werden sie erfahren, welchen Sinn das Ganze hatte. Welchen Sinn das Ganze hatte. Warum das nützlich für sie war. Und deswegen selbst das Schlimmste, was dir passieren kann, selbst das Schlimmste, was dir passieren kann, ist vielleicht etwas, wo hinter Allah etwas Positives gestellt hat. Ist vielleicht etwas Positives, wo hinter Allah etwas Positives gestellt hat. Ja. Für den Christen, der gerade gesagt hat, da solltest du keine Ausnahme lesen, lies mal Numeri 31. Schlaumeier. Falls du nicht weißt, was Numeri ist, 4. Buch Moses in der Bibel. Einfach mal aufschlagen, Schlauberger. Auf jeden Fall. Weiter im Text. So, 32. Was aber die Mauer angeht, so gehörte sie zwei Waisenjungen in der Stadt und unter ihr, also unter der Mauer, befand sich ein für sie bestimmter Schatz. Ihr Vater war rechtschaffen, das ist der Vater, war rechtschaffen, hat unter der Mauer einen Schatz versteckt für diese Kinder, die klein waren. Okay? Der ist gestorben. Der Vater war rechtschaffen. Da wollte dein Herr, dass sie erst ihre Vollreife erlangen und dann ihren Schatz hervorholen. Aus Barmherzigkeit von deinem Herrn, ich tat es ja nicht aus eigenem Ermessen. Das heißt, er hat es nicht aus eigenem Ermessen gemacht, sondern es war ein Befehl. Von Allah. Staat ist nicht aus eigenem Ermessen. Das ist die Deutung dessen, was du nicht aushalten konntest. Hier auch wieder die Sache. Guck mal. Normalerweise, die Mutter wird vielleicht Dua machen. Ha, gib uns diesen Schatz. Oder will diesen Schatz sofort haben. Oder diese Kinder würden den Schatz vielleicht auch sofort gerne haben wollen. Aber was würde passieren, wenn die den Schatz rausholen? Leute, die so geizig sind, die irgendwelchen Gästen noch nicht mal was zu essen und zu trinken geben, die würden den Schatz wegnehmen. Und die könnten den Schatz nicht gebrauchen. Die könnten den Schatz nicht verwenden. Und dann, wenn sie groß sind, können sie den Schatz selber verteidigen. Und wann brauchen sie das Geld am meisten? Wenn sie erwachsen sind. Das heißt, Allah hat ihnen etwas Besseres gegeben, als sie sich vorstellen konnten. Und so ist es oft in unserem Leben. Was lernen wir dadurch? Wir lernen dadurch, mit jedem Problem umzugehen und für jedes Problem eine Lösung zu finden. Das lernen wir dadurch. Wer diese Geschichte verstanden hat, wird standhaft sein. Dann etwas anderes. Das eine Kind wurde genommen, weil die Eltern rechtschaffen sind. Und die anderen Kinder wurden geschützt, bekamen Versorgung, weil der Vater rechtschaffen war. Das heißt, wenn du willst, dass deine Kinder rechtschaffen sind, sei rechtschaffen. Wenn du willst, dass deine Kinder versorgt werden, sei du rechtschaffend. Weil viele machen sich heute Sorgen um die Versorgung der Kinder und sind die sogar dazu animieren, Sachen zu machen, die haram sind. Das Kind macht Geschäfte, die nicht erlaubt sind und das ist den Eltern egal. Hauptsache das Geld kommt rein. Da muss man sich nicht wundern, wenn man scheitert, wenn man auf die Schnauze fällt. Was haben wir hier noch? Jetzt kommt noch eine andere Sache. Also nichts trifft euch an Musiba, an Katastrophe, außer was eure Hände vorgeschickt haben. Es gibt so einen Vers. Und dann sagt Allah danach, und er verzeiht vieles. Eine Katastrophe, die uns passiert im Leben, ist entweder eine Probe, wodurch du Stufen aufwächst, hochgehst, oder eine Bestrafung. Woran kannst du das erkennen, was es ist? Du kannst es daran erkennen, wie du darauf reagierst. Wenn dir etwas passiert und du bist standhaft und du arbeitest weiter und du hinterfragst dich selber, was kann ich selber besser machen? Muss ich mehr beten? Muss ich mehr Dua machen? Muss ich standhaft sein?
dann ist es eine Probe. Wenn du aber dadurch einbrichst und auf einen schlechten Weg kommst, kannst du davon ausgehen, dass das eine Bestrafung gewesen ist. Eine Bestrafung schon im Diesseits. Deswegen, liebe Geschwister, lasst uns von allen Sünden fernhalten. Lasst uns stärkere, bessere Muslime werden.